Hallo, ihr süßen Mäuse. Ich bin Silvi und heute gibt es die Analyse der zweiten Folge von Prince Charming. Ich kann euch sagen, Manfred wird heute die Hütte abreißen. Wenn Manfred noch dreimal sagt, er ist für den Prinzen hier, dann... Ich konnte es gar nicht mehr hören. Anderen Kandidaten kannst du eigentlich schon vergessen. Es gibt ein erstes Einzeldate. Und reinen Wein. Wenn da keine Verbindung ist, dann müssen die leider gehen. Wenn ihr die Folgen nochmal komplett anschauen wollt, gibt es in der Infobox wie immer einen TV Now Link und ihr könnt natürlich auch diesen Kanal hier abonnieren. Das ist kostenlos und ihr kriegt immer eine Push-Mitteilung, wenn ihr auf die Glocke drückt. Und dann sehen wir uns in ganz regelmäßigen Abständen. Quasi wie so eine kleine Beziehung. Überlegt euch das einfach mal. Wir starten jetzt in die Folge. Bin mal bereit für Kim. Ich war so schnell duschen. Er muss mich ja auch sehen, wenn ich morgens aufstehe, wenn er neben mir liegt zum Beispiel. Mhm. Das erste ist ja die Stimme, die er hört morgens. Also ich finde, Stimme muss schon angenehm sein, wenn du morgens aufwachst und erst einen Kaffee bekommst von Kim. Da ist schon klar aufgeteilt für Manfred, wer hier den Kaffee bringt und wer nicht. Ich bin der größte Konkurrent hier im Haus. Aber ich habe ihn ja gleich gesehen, er kam ja rein. Wikinger meinte ich ja zu ihm und ist genau mein Typ. Und das haben schon einige mitbekommen. Und ich glaube schon, dass ich hier für Gesprächsstoff gesorgt habe am ersten Abend, ja. Manche werden, glaube ich, einfach mit Selbstbewusstsein geboren. Wenn Manfred noch dreimal sagt, er ist für den Prinzen hier, dann fangen die Ersten an zu sagen so... Ich konnte es gestern nicht mehr hören. Aber er ist ein Herzensmensch. Er ist ein wirklich herzensguter Mensch. Ja, die sind jetzt alle schon genervt von Manfred. Ja, das kann was werden. Ich glaube, der bleibt noch länger drin. Ich weiß nicht warum, sag mir mein Feeling. Post? Post! Was ist mit euch? Es gibt einen Brief. Es gibt einen Brief? Also ich denke schon, dass ich ein Date mit Kim bekommen könnte. Würde ich mir auf jeden Fall hoffen. Bonn ist bestimmt auch so eine Person, die sagt Stückmannrück oder Schüsseldorf. Und ich wäre die Person, die lachen würde. Oh mein Gott, wir haben Post! Wow. Wir haben Post? Das heißt wohl, Leute, es ist wieder Gruppendate-Time, ne? Arne, Thomas, Corey, Kevin, Felix, Bonn und last but not least, Manni. Adieu, Schlampen. Mal sehen, ob gleich einige weinen. Bei einigen weinen. Hohoho! Was war das denn für ein Dad-Joke? Ich habe die Jungs heute in den Weinkeller eingeladen und werde mit denen ein Speed-Dating durchführen, um die noch mal näher kennenzulernen. Ich persönlich finde, es wäre ein phänomenales Date. Ich bin ganz großer Weinfan, in der Weingegend aufgewachsen. Wenn Alkohol, dann auf alle Fälle Wein. Ja, in Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Oha. Oh. Oh je. Und deswegen lade ich euch recht herzlich auf ein Speed-Dating ein. Wow. Wow. Geil. Man hat ein bisschen seine muskulöse Brust gesehen. Das fand ich schon sehr heiß. Ich glaube, wenn das aus ist, das T-Shirt, ich glaube, er hat einen guten Körper. Manni ist wirklich schon über beide Ohren in den Prinz verliebt, ne? Wer möchte anfangen? Ich. Gut, gerne. Kevin. Ein Stück getrunken, schon war ich wieder auf dem Pegel. Ja, ich mach's, ne? Kenn ich. Warum denn? Ich will was mit mir erfahren, will ich doch was. Aber auch ein bisschen weird, dass die anderen so daneben dran stehen und dann so zuhören können eigentlich. Ich war Carla Kolumna, ich bin direkt drauf losgefahren. Ich hab gesagt, los, Bibi Blocksberg. Hä? Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Jetzt geht's hier richtig rund. Dann gibt's eine Sanduhr, die die Zeit stoppt und alle können Fragen stellen, wie sie wollen. Wie lange warst du genau in der letzten Beziehung? Meine letzte Beziehung hat 8 Monate gedauert. 8 Monate. Worauf achtest du so in deiner Beziehung? Guck so. Sehr kritisch. Dass es auf jeden Fall ehrlich ist und mir ist es sehr wichtig, dass man auf Augenhöhe sich begegnet. Jetzt stehen die anderen so mit ihrem Vino hinten dran und gucken so, Diese Basics wie Treue, Ehrlichkeit, das erwarte ich einfach bei jedem Menschen, nicht nur bei meinem Partner. Also wäre jetzt quasi meine nächste Frage gewesen, wie du zu Monogamie stehst, schon mal sehr gut. Ja. Monogamie ist eine super Sache. Wie sieht so dein Alltag aus? So. Wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen wären, irgendwann mal. Ja. Ich mag es, neben meinem Partner aufzuwachen, bin ich ganz ehrlich. Das ist wirklich so mein Highlight. Ich liebe es zu frühstücken. Mhm. Und dann ist es mir wichtig, dass man auch Zeit miteinander verbringt. Ich konnte mich einfach nicht so richtig auf seine Antworten konzentrieren, weil ich immer nur in die Augen geguckt habe. Und ich saß einfach da und dachte, okay, ja, interessant. Süß. Aber ich glaube, das ist auch sehr einfach, sich in den zu verlieben. Weil der auch so charmant ist. Also der sieht gut aus, der wirkt total clever und irgendwie ist der auch total nett und zuvorkommend. Halt ein Prinz, ne?
Wie sieht deine Familie so aus? Also was hast du Geschwister? Hast du ja, ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre älter. Sehr guten Kontakt. Mhm. Und meine Eltern liebe ich über alles. Auch da überhaupt kein Problem, ich sag jetzt mal, mit schwul sein oder das was auch immer. Wissen sie alles, ja? Wissen sie alles, ja. Also einen perfekteren Prince Charming hätten sie sich eigentlich fast gar nicht raussuchen können. Aber kaum stehen würden, bist du erst der kleine Löffel oder der große Löffel? Boah, das ist eine gute Frage, ne? Das ist eigentlich voll die wichtige Frage. Seid ihr eher der kleine Löffel oder der große Löffel? Wenn, dann eher der große Löffel. Sehr gut. Ja. Na, ich kusche mich schon gerne an. Also, ja. Und das ist eine perfekte Größe. Ich habe lange Arme, weißt du, da passt viel große rein. Hände. Ja. Ja, hoffentlich nur lange Arme. Ich muss sagen, das Speeddate zwischen Arne und dem Prinz war schon sehr intens. Ich finde sowieso, dass die zwei sehr gut matchen. Es gibt noch so ein paar Punkte, wo ich mir Gedanken drüber machen muss. Auf jeden Fall. Und wo 2 Minuten 15 auf jeden Fall nicht ausreichen werden. Er ist ein Bekannter. Ich spür da was Kleines, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir zwei noch einander zu erzählen haben. Ja, bestimmt eine Menge. Arne ist ein großer, attraktiver Mann. Er hält gerne Blickkontakt, er fokussiert gerne. Er hat immer so einen leicht gespitzten Mund, als wenn er gerade über irgendwas nachdenkt, wo ich immer so denke, was geht in deinem Kopf vor? Erzähl es mir. Und da bin ich noch mal gespannt. Wenn du als nächstes? Wenn du dich so beschreiben könntest in 3 Worten, was würde dir spontan so einfallen? Boah, das sind halt jetzt alles so Standardfragen. Ich finde es ehrlich gesagt gerade ein bisschen öde. Es passiert eigentlich erst wieder was, als Manfred an der Reihe ist. Aber bevor wir zu Manfreds Speeddate kommen, schalten wir nochmal in die Villa. Denn da ist Manfred auch Thema. Sticht halt irgendwie hervor, weil er sich so sicher ist. Und so sehr selbstbewusst. Ich, ich möchte nicht selbstbewusst, sondern sehr so siegessicher. Ja. Und sehr von sich überzeugt. Ja, aber auch von dem, was er tut. Also überzeugt in seinem Denken, in dem, was er sagt und in dem, dass er damit aber auch komplett rechthaberisch ist. Ja. Und das ist so dieses, was ein bisschen aufstößt, finde ich. Ja. Und ne, jetzt so das erste Date hat er. Und ich sehe ihn gleich auch schon nach diesem Date hier reinstolzieren. Und ich denke mir schon wieder so, boah, nee. Bitte nicht. Gut, dass er nicht bei uns unten schläft. Ich wüsste, der wird wahrscheinlich die ganze Nacht davon erzählen. Das Krasse ist ja, dass der Prinz überhaupt nichts zu Manfred gesagt hat, aber die anderen ihn schon als Bedrohung wahrnehmen, weil Manfred sich selbst als Favoriten wahrnimmt. Also das ist ein Selbstbewusstsein, Leute. Kann man auch 2-3 Mal oder nur bitte? Einmal? Kann man auch 2-3 Mal auch? Oder? Nee, leider nicht. Wir haben nur... Ich finde, Manfred hat irgendwie ein bisschen was von Katis Charakter aus Princess Charming. Wenn ihr wisst, was ich meine. Du bist immer sehr farbenfroh unterwegs. Ja, danke schön. Ne? Ich dachte, ich habe mal ein paar Blumen für dich ja, angezogen. Ja, ich sehe das. Also es ist ein Highlight. Ne? Ein Highlight. Passt aber zum Hemd. Zum Hast Hemd, du gut gemacht. Ja. Extra für dich. Nur für mich? Ja, nur für dich. Das finde ich schön. Die anderen Kandidaten kannst du eigentlich schon vergessen. Och, sei nicht so. Bist du ja in die Krallen ausfahren, oder? Bist du so? Ich bin schon so ein bisschen, ja. Komm, fangen wir direkt an. Wobei Kim, finde ich, besser damit umgehen kann als Irina mit Kati. 2:15. Oh, so wenig nur. Ja. Über wenig Zeit. Manfred ist einfach immer ein Fall für sich. Also wenn man denkt, es geht nicht extravaganter, kommt Manfred halt daher. Ich könnte mir Kim auch total gut irgendwie als Moderator vorstellen. Weil der so, dem kann so nichts irgendwas anhaben. Es kann alles passieren, ich bleibe hier. So eine Ausstrahlung hat der, finde ich. Jetzt erfahren wir was, womit vielleicht nicht jeder im ersten Moment gerechnet hätte. Bist du ein Familienmensch oder ja. Hast du auch Kinderwunsch? Ich habe sogar ein Kind. Ich habe schon einen Sohn. Wow. Ja. Glückwunsch. Danke. Aber er hatte ja auch schon in der ersten Folge gesagt, dass er auch schon mal mit Frauen zusammen war. Und deswegen kann das natürlich sein, dass er schon ein Kind hat. Und ich finde das irgendwie süß. Wie alt ist der? Der wird 12. Ach was. Ja. Ich habe einen Sohn, der wird 12 Jahre jetzt im Mai, ist aus einer Beziehung mit einer Frau entstanden. Ich bin mit 19 damals schon Vater geworden und die Beziehung ist dann leider in die Brüche gegangen. Aber krass, dann hat er wahrscheinlich schon sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Also ist nichts Schlechtes auf alle Fälle. Aber bist du mehr der Beziehungsmensch, oder? Ich kann beides. Also ich bin wirklich ehrlich, ja. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gut alleine zurechtkommt. Super schöne Augen, also immer noch mal. Danke. Süß, wie er den Manfred anlächelt. Vielleicht findet der Kim den Manfred wirklich auch so gut, wie Manfred denkt. Man muss ja Menschen in die Augen gucken, weil sonst sieht man nicht die Seele. Und ich bin ja so ein Herzensmensch, sag ich immer. Und ich glaube, wenn man in die Augen schaut, schaut man die Seele des Menschen. Guck mal, Manfred ist wahrscheinlich der König der Manifestierung. Wir müssen uns einfach alle nur sehr fest vorstellen, beziehungsweise daran glauben, dass es so ist schon. Ja.
Darf ich dich drücken? Oder? Natürlich. Oh, sorry, der untere war deiner. Verzeih mir, ich hoffe, ich habe deine Schwarze. Nein, deine Blume hängt noch. Ach so. Ich hoffe, deine Schuhe sind nicht dreckig. Nein, du kannst alles dreckig machen bei mir, wenn du möchtest. Wow! Manfred. Ich glaube, das hat er absichtlich gemacht, damit er noch ein bisschen Körperkontakt hat. Er war vielleicht auch ein bisschen nervös, glaube ich auch. Ja, natürlich. Wenn jemand einem sagt, du kannst alles dreckig machen, dann wäre ich auch nervös, du. Prinz hat ja wirklich Körperkontakt gesucht und ihm ins Gesicht bzw. hier an die Blume gefasst. Das bedeutet eigentlich schon, dass er interessiert an ihm ist. Es gibt noch einen goldenen Umschlag. Den dürft ihr allerdings erst öffnen, wenn ihr in der Villa seid. Wow. Ich gebe dir den mal. Dankeschön. Sehr gerne. Und dann bin ich sehr gespannt, wie unsere Reise auf jeden Fall noch weitergeht. Macht's gut, ihr Lieben. Dann sind wir mal gespannt, was in dem Umschlag steht. Aber vorher kriegt Manfred noch mal Bühne, ne? Als ich rausgegangen bin, habe ich auch noch mal meinen Schulterblick geworfen. Vergiss mich nicht, bitte. Tipps bei Manfred. Ich bin Fan. Ich bin jetzt offiziell Fan. Die anderen in der Villa wollen natürlich dann ganz genau wissen, was bei diesem Date passiert ist. Was habt ihr jetzt über ihn erfahren dann in den... Also... Und dann wird die Bombe gedroppt. Er hat ein Kind. Ja. Er hat ein Kind? 12 Jahre. Ja, das ist so krass. Wow. Also das hat mich überrascht. Das war ein Plot-Twist. Hat mich einerseits aber gefreut, weil ich bisher noch nicht genau wusste, wie er so zur Familienplanung steht und was da so passiert und wie er gerade zur Familie steht. Also hat mich das sehr gefreut. Mir ist Familie unfassbar wichtig. Ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Und wie alt ist seins? 12. 12 Jahre. Genau, 12 Jahre. Junge oder Mädchen? Ich glaube, der hat einen Jungen, meine ich. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Aber ich dachte mir... Es hat mich nicht abgeschreckt, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, Jean Cedric ist nicht so begeistert. Also es wirkt jetzt nicht so amazed. Aber was steht denn jetzt in diesem tollen goldenen Brief drin? Du hast mich beim Speeddating ganz besonders neugierig gemacht und ich möchte gerne noch mehr über dich erfahren. Perfektionist oder Chaot? Verspielt oder einfach? Romantiker oder Realist? Du hast ab jetzt 30 Minuten Zeit, unser perfektes Date vorzubereiten. Ich freue mich auf dich, Kim. Wer ist es denn? Wer ist es denn? Ich, denke ich. Ja, ups! Corey hat ein Date! Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Was dann drin? Einzeldate. Ich dachte, ich kann mit Laum ab. Den Brief vorgelesen hat und sich ja selbst eingeladen hat, in dem Sinne. Der hat sich doch nicht selbst eingeladen. Der hat halt den Brief bekommen, höchstpersönlich von Prim. Dann dachte ich so, okay, du warst doch schon auf dem Date. Wieso du? Ich hätte mich selbst da lieber gesehen. Da ist eine kleine Eifersucht, ich kann es verstehen. Da geben die jetzt diesem Corey 30 Minuten Zeit, damit er dieses Date vorbereiten soll. Was soll der denn da in 30 Minuten zaubern? Sau geil, wirklich. Okay, Essen ist immer eine gute Idee. Guck mal, süß, oder? Hat ihm auch keiner geholfen. Vor allem muss der sich ja in diesen 30 Minuten auch noch fertig machen. Viel Spaß! Dankeschön. Ach süß, Leute. Jetzt hat er diesen Korb mit den ganzen Utensilien da drin. Und das hat er in 30 Minuten gemacht. Ich finde es sehr cute. Ich habe mich entschieden, Corey das Einzeldate zu geben, weil ich die Stimmung während des Gesprächs einfach so schön fand. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, wenn Zeit nebensächlich wird. Und deswegen war er auf jeden Fall der Richtige, dann auch der da stand. Jetzt sind die auch noch am Meer, Leute. Es wird romantisch. Wie sehr schön, als der Kim über die Brücke gelaufen ist. Und es sah aus wie so ein kleines Märchen. Also wirklich romantisch. Schön, dich zu sehen, Corey. Gut siehst du aus. Dress, oder? Nein. Guck mal, der Prinz, ne? Also ich glaube, ich würde mich auch in den verlieben. Ich schwör's euch, Leute. Man kann nie zu gut gekleidet oder zu gut gebildet sein. Gut siehst du aus. Dankeschön, du auch. Ist sie das? Das ist deine. Oh. Ich nehme die mit. Danke dir. Ja, setz dich. Boah, und Corey ist richtig, richtig doll aufgeregt. Ne? Man sieht das richtig. Süß. Toll. Das Date, was Corey vorbereitet hat, fand ich übersichtlich. Was? Entschuldige bitte, der junge Mann hatte 30 Minuten Zeit, um sich selber und das Date vorzubereiten. Ich finde, dafür hat er sich heftig ins Zeug gelegt. Aber schön. Also er strahlt einfach so eine Wärme einfach irgendwie aus. Und es hat mir auch sofort die Angst genommen. Ich habe nicht mehr ganz so viel gezittert. Wie sind so deine vergangenen Beziehungen gewesen? Wie viel hattest du? Ich hatte ungefähr 5
Aber es waren nie lange Beziehungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren dann vielleicht Beziehungen, die liefen maximal ein halbes Jahr. Mhm. Oh, das ist meistens nicht so gutes Zeichen. Ich habe mich auch sehr spät geoutet, also 23 auch, so wie viele auch. Wenn du dich mit 23 geoutet hast, hattest du auch mal eine Beziehung mit einer Frau oder bisher nur wirklich dann? Nee, also nie eine richtige Beziehung. Es war halt früher so ein Alibi-Denken halt. Okay. Ne? Das tut mir auch wirklich leid und die Arme, also ich meine, die weiß es bestimmt jetzt mittlerweile, dass ich schwul bin. Also ich denke schon. Spätestens jetzt. Ja, aber es war nie eine richtige feste Freundin und dann auch jetzt kein Sex oder so. Das war halt, man hat geknutscht oder so. Als ernster wurde, habe ich mir irgendwelche Ausreden einfallen lassen oder mir ging es nicht gut oder man hat zu viel getrunken. Ja, solche Sachen natürlich, deswegen kam es auch nie dazu. Ja, da habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich nicht ganz das Unschuld vom Land, von Lande manchmal bin oder war. So, ich manchmal bin und war, also noch ist. Bereue ich es auch nicht, weil ich, ne, also ich stehe 100% nur auf Männer. Das ist, also das weiß ich auch und das ist auch gut so. Aber auch das erste Mal mit einem Mann war auch erst mit 23. Tatsächlich. Ja, dann relativ spät. Genau. Also, was heißt spät? Nicht früh und nicht spät gibt's ja, glaube ich, nicht. Es gibt kein perfektes Zeit. Na, gerade noch mal die Kurve gekriegt. Nein, ich glaube, das muss jeder für sich selbst irgendwie rausfinden. Ja, und ich denke mal, also gerade so als Jugendlicher oder dann irgendwie Heranwachsender denkt man sich so, ist es jetzt der richtige Moment? Ist es nur eine Phase? Mhm. Will ich das wirklich überhaupt testen? So war es beispielsweise bei mir, wo ich gesagt habe, ist es das, was ich möchte? Oder ist das jetzt auch gerade wirklich nur eine Phase und dann letzten Endes? Auch ich hatte diese Phase, wo ich mir gedacht habe, das geht wieder weg. Und letzten Endes ist es aber doch geblieben. Und gut so. Es ist halt nicht nur eine Phase, ne? Es ist halt eine Sexualität. Wohin? Bist du relativ schnell auf dieses Thema großer Löffel, kleiner Löffel gekommen. Wie bist du so in einer Beziehung? Weil, also, kleiner Löffel ist für mich halt immer so ein bisschen zurückhaltender, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, ich bin schon... Och nö, das muss jetzt nicht heißen, dass man zurückhaltend ist, finde ich. Man will halt gerne so geborgen sein, glaube ich dann, ne? Der andere Part ist ja eher der Part, der dann so schützt und so, ne? Der große Löffel, der von hinten schützt und der kleine Löffel, der ist halt dann geschützt. An sich als Mensch immer schon schüchtern, wenn es jetzt irgendwie darum geht, jemanden kennenzulernen. Ja. Zumindest wenn das jetzt ernster werden soll natürlich. Ne? Wenn ich jetzt als Single bin und das ist jetzt, du lernst jemanden kennen, du gehst feiern oder was auch immer, dann ist das was anderes. Ja. So, aber... Was ist? Ich weiß es nicht. Guck mal, wie süß die sich angucken die ganze Zeit. Oh, das hätte ich ja null erwartet, ne? Dass die zwei so matchen. Aber irgendwie haben die auf alle Fälle Vibes. Ich guck dich an. Ja, du bist so süß, ey. Ich habe eben noch mal so deine Augen angeguckt und dachte so, Wahnsinn. Das hat mich wirklich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Warum? Brauchst du nicht. Süß, Leute. Aber du hast auch kalte Hände. Der Prinz macht mich fertig, ne? Der weiß, wie der Hase läuft. Der weiß, wie man die Männer um den Finger wickelt. Und mich dabei mit dazu on top drauf noch. Und ich sitze hier, bin nicht mal dabei und bin um den Finger gewickelt. Aber, würde ich eigentlich schon mal ganz gerne küssen, irgendwie, wenn das okay für dich wäre. Ich kann verstehen, warum er diese Frage gestellt hat, weil ich finde, Kim schon auch Signale gesendet hat, so ganz subtile, so, er hat sich sehr oft über die Lippen geleckt und die auch so zusammen gemacht und so und auch ihm auf die Lippen geguckt. Und dann kann, glaube ich, schon mal so dieser Vibe entstehen, dass man denkt, oh, ist da jetzt ein Kuss in der Luft? Aber jetzt kräuselt er so den Mund nach unten, er will es also nicht. Oder noch nicht, ist noch zu früh. Vielleicht. Wer weiß, was der Abend noch so bringt? Ja, später. Vielleicht. Für mich ging es wirklich in erster Linie darum, dass ich Corey näher kennenlernen wollte. Und da wäre der Kuss für mich unpassend gewesen, weil ich dann auch so ein bisschen Furcht davor hatte, dass diese ganze Stimmung, die wir hatten, auf der Strecke bleibt. Vielleicht ist es wirklich einfach für mich die Angst, zu viel zu geben. Und letzten Endes kann so ein Kuss ja auch ein bisschen was bewirken. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht zwischen ihm und mir. Ja, das ist wirklich so, ne? Wenn man dann körperlich wird und dann auch vielleicht so ein Mensch ist, der das so mit
Emotionen und Gefühlen verbindet. Es gibt auch Leute, die können das so super strikt trennen. Dann ist es natürlich was einen auch an eine Person binden kann. Und wenn man die noch nicht kennt, ist das natürlich auch gefährlich in gewisser Weise. Wahnsinn. Vor allem, wie schnell das auch ging. Ja. Ich habe so früher irgendwie vor 2 Minuten was noch hält. Ja. Aber es ist schon viel Körperkontakt da, ne? Das ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe auch immer, dass wir nochmal ein Date haben, vielleicht irgendwie in der nächsten Zeit. Und mal die Gelegenheit haben, auf jeden Fall, uns nochmal anders kennenzulernen, vielleicht. Was meint ihr denn jetzt mit anders kennenlernen? Das Knutschen? Er will es unbedingt, ne? Das ist leicht fordernd, auf alle Fälle. Cory gibt mir wahnsinnig viel Ruhe. Das ist einfach der Fakt. Das hat man während des Dates auch gemerkt. Es ist jetzt leider an der Zeit, dass wir uns voneinander verabschieden müssen. Für Cory endet dieses Einzeldate also ohne gemeinsame Übernachtung. Ah, aber das erste Einzeldate und dann gleich Übernachtung, das wäre auch schon heavy für die Show. Also da würden die anderen im Haus ja durchdrehen. Mein Lieber. Ja, hat mich gefreut. Ebenfalls. Komm gut heim, hab eine gute Nacht. Und schlaf gut. Hab schöne Träume. Ich glaube, ich werde sehr gut schlafen heute. Ja, sehr gut. Gut siehst du aus. Danke, du auch. Hab einen schönen Abend. Du auch. Und nochmal umarmen sie sich. Oh, das ist auch schon wieder so, ich weiß nicht, so, wenn man, kennt ihr das beim Date? Und dann umarmt man sich und dann guckt man sich so an und dann umarmt man sich nochmal. Und da ist ja auch dann eigentlich immer so dieser Gedanke in der Luft, jetzt ein Kuss, ja oder nein? Ach, wie aufregend. Bei der Verabschiedung, Kim und ich, wir standen uns dann gegenüber, wir haben uns umarmt und irgendwie war da so ein bisschen Pause. Einen schönen Abend. Danke. Ich danke dir für den schönen Abend. Ich glaube, es war wirklich die Spannung in der Luft. Also man wusste nicht wirklich, macht man es nicht, soll man oder nicht. Jetzt frag aber nicht nochmal, Cory. Nicht nochmal, kein drittes Mal jetzt. Und darf ich vielleicht? Er will das Paket auch haben, ne? Er will's sich abholen. Zu einem späteren Zeitpunkt? Ja. Ja? Okay. Zu einem späteren. Machen. Gut. Okay. Schau nochmal. Ciao. Bis dann. Ciao. Der wollte es unbedingt wissen, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es mir einen Korb gibt. Irgendwie. Das ganze Szenario mit der Dunkelheit und die Lichter im Hintergrund, das hat irgendwie schon gepasst. Also es wirkte einfach sogar, dass es ja noch ein romantischer Moment sein könnte. Ja. Aber wenn jetzt jemand zweimal nicht drauf eingeht, beim ersten Mal sagt, nee, jetzt noch nicht, vielleicht später. Und dann beim zweiten Mal, wenn du das sagst, nochmal irgendwann uns anders kennenlernen und darauf kommt keine Reaktion, ja, dann lass den anderen doch auf dich zukommen, oder? Alle anderen freuen sich natürlich, als Cory wieder in die Villa zurückkommt. Und dann gibt's natürlich die Fragerunde. Hab ein kleines Becken aufgebaut. Ich habe so gezittert, ich habe so Angst gehabt irgendwie. Und hat dann immer meine Hand genommen. Das war ganz süß. Und dann kam halt noch näher, hat halt irgendwann seinen Arm halt über meinen Knie gepackt. Ja, weiter. Geküsst. Lang und tief, oder? Es war ein bisschen Spannung in der Luft irgendwie, ob da jetzt noch mehr gehen könnte oder nicht. Raus mit der Sprache. Und natürlich fragen die Jungs auch nach einem Kuss. Küssen? Nee, wir beide nicht. Ja. Es war aber immer Augenkontakt halt irgendwo. Und es war halt diese Tension irgendwo. Und keiner wusste wirklich, macht er jetzt einen Schritt oder macht er nicht einen Schritt? Ja, ich wollte es nicht wirklich erzählen, muss ich sagen, weil ich habe mich schon ein bisschen geschämt. Und ich will nicht genau sagen, wie es gelaufen ist, weil es lief ja nicht ganz so gut in dem Fall. Von daher dachte ich mir, okay, das müssen die auch nicht jetzt wissen. Man muss der Konkurrenz auch nicht alles erzählen, das verstehe ich schon. Neuer Tag, neues Glück. Ja, und dann lässt der Lukas direkt mal die Höhlen fallen. It's gonna be a good, good day. Cheers. Darauf erstmal Prost, ne? Cheers, bitte. Gut. Ist Lukas natürlich auch gleich Thema am Tisch. Lukas ist sehr attraktiv, wenn ich jetzt 10 Jahre jünger wäre. Wer weiß, ne? Ich sehe richtig in deinen Augen, wie es glänzt. Ich bin ja nicht blind. Heute Morgen habe ich auch mal einen kleinen Blick drauf geworfen. Sag nur so, zu groß. Der passt niemals hier rein. Wer denn jetzt? Lukas Breibein. Es geht ja mit Badehose duschen, aber zieht sich dann vor uns nackig aus. Ich wusste nicht, wo ich hingucken soll. Ich so, ein Penis. Hallo. Nanu. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Kandidaten mehr haben. Was für eine Nacht.
Dein Penis ist so fett. Dein Penis ist ein Killer, ein Riesen-Cadillac. Mein Körper ist ein Spielfilm und dein Penis ist der Star. Diese Szene aus super süß und super sexy. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Aber dann tanzen die da so durchs Restaurant und singen diesen Song. Und dann die Größe des Gliedes ist nicht wichtig, sondern die Technik. Dieses rein, ne, Rammen oder sonst irgendwas oder sonst, egal in welche Öffnung, das geht einfach nicht. Und man nützt einem, wenn er einen großen Penis hat, wenn er damit nicht umgehen kann. Das ist eine wahre Geschichte, würde ich sagen. An diesem Tag ist jetzt auch wieder Gentleman Night und das bedeutet, dass Kim in die Villa kommt und heute auch wieder eine Entscheidung gefällt wird. Und das bedeutet wiederum auch, dass die Männer sich richtig ins Zeug legen, um ein Gespräch mit Kim zu führen. Was geht? Lass mich in Ruhe, bitte. Mann, ohne Eifersucht, komplett. Da hast du aber auch wirklich dein Vertrauen bei. Ich stehe nur gern, aber ich würde dich auch immer kurz sprechen. Gibst du uns noch so 2-3 Minuten? Ich hole dich gleich ab. Okay, danke dir. Danke dir. Oh, wie vergeschickt. Ja, hat Manfred nicht gefreut, mich aber sehr. Und ich habe auch gemerkt, nee, da möchte Kim nicht direkt zum Nächsten springen, sondern sagt, auch mit dem Max unterhalte ich mich gerne noch ein bisschen länger. Der Jan, der saß da auch nebendran. Das kommt mir jetzt hier zu kurz. Entschuldige bitte. Wir vergessen jetzt bitte mal nicht, dass ich in der ersten Folge Jan als meinen Favoriten rausgepickt habe, okay? Und jetzt kommt ein kleines Drama, weil, naja, der Prinz hat ja jetzt Manfred weggeschickt und meinte, er kommt gleich. Allerdings... Ich würde einmal sehr, sehr gerne ablösen wollen, wenn ich darf. Ja, gerne. Ja, es ist schwierig. Ich hab's Manfred einmal eben versprochen. Ich habe Manfred weggekickt, weil der genug Chancen hatte, mit dir zu reden. Wir müssen heute bissig sein. Das ist wirklich. Ja, wir hatten bisher kaum Möglichkeiten zu reden. Wir räumen das Feld und du entscheidest, was du weitermachst. Und wenn du noch ein Getränk brauchst, kommst du zu uns. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, bitteschön. Danke dir. Danke ebenfalls. Du kannst definitiv Manfred sagen, ich war der Böse. Ist okay. Okay. I can take it. Du hast dich hier einfach hingesetzt. Ich bin ganz frech, du. Sehr zum Ärger von Manfred. Und da kann ich Manfred auch ein bisschen verstehen. Das ist schon unfair. Also, das Kim ist nicht nach Reihenfolge gegangen. Ich war eigentlich vor Robin dran. Verstehe ich auch nicht. Ich wollte nicht noch ein zweites Mal hingehen, weil eine zweite Abfuhr wollte ich mich dann nicht mehr holen. Bin mir auch zu schade für. Nö, hätte ich auch nicht gemacht, Manfred. Ich glaube, das ist unangenehm. Aber es ist für dich auch schwierig, weil du willst fair zu allen sein, sozusagen. Ja. Naja, aber Manfred wäre ja nicht Manfred, wenn er aufgeben würde, ne? Manfred hat auf jeden Fall wieder die Initiative ergriffen und das Gespräch gesucht. Wie war dein Tag heute? Mein Tag war super entspannt. Ich bin heute Morgen echt... Sag auf die Banane. Bitte. Schön. Ich bin ausgeschlafen, aufgewacht, habe Sport gemacht, war schwimmen. Ah, ja. Das war schon eigentlich cool wahrscheinlich, ne? Ja. Geil. Ja. Naja, und während Manfred sich den Prinzen gekrallt hat, ja, lästern die anderen ein bisschen über Manfred, würde ich sagen. Ne? Ja, aber Manfred hat auch ein Date. Das ist aber auch dreist. Er ist ja wirklich dreist. Also, er ist der Erste, den ich vom Berg runterschubsen würde. Weißwein, bitte, danke. Der hat keine Kontenance. Der ist wie ein Raubtier. Der Manfred ist einfach sehr straightforward. Der will sich nehmen, was er will. Wie war es bei hier? Also, wie war es hier so? Ich wollte einen Kuchen gebacken für alle. Nee. Ja. Kannst du gut backen? Ich kann kochen, backen. Haushalt machen. Ich bin halt perfekte Hausfrau. Es gibt auch Hausmänner, von daher, you can be a houseman too. Brie Van de Kamp. Ja, genau, ich habe so einen kleinen Apfelkuchen gemacht, so einen kleinen mit Streusel oben drauf. Mhm. Den haben wir dann zum Nachtisch gegessen. Jetzt habe ich Lust auf Apfelkuchen. Ja, schön. Was sehr schöne Zähne, muss ich übrigens sagen. Danke. Ein schöner Augenmann noch. Danke. Wie heißt deine Katze nochmal? Chiara. Ja. Dachtarin. Tag nach der Katze. Beste Taktik, wirklich. Was hattest du, ne? Ja. Südwest oder? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist da Sonne ganz lange. Ich habe ein bisschen Taschi, war ich ein bisschen, oder? Kann das sein? Alles gut. Okay. Kann ich noch kurz drücken? Ist das okay? Ist in Ordnung. Oh. Antrieb. Fühlt sich gut an. Danke. Danke dir. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Weil der Prinz nicht zurückgetatscht hat. Also er hat nicht so die Körpernähe gesucht wie Manfred. Letzten Tag war so eine kleine Klatsche erstmal. Warum? Ja, ich weiß nicht. Also, weil du nicht das bekommen hast, was du willst? Nein, weil ich gerne auch die Chance gehabt hätte, dich kennst. Also klar, wer weiß, wie lange das noch ist. Und man möchte natürlich jede Chance nutzen, die man vielleicht haben könnte. Ja. Ja, und wenn man dann da sitzt, nee, dann nicht. Und abends auch nicht. Und ich weiß nicht, die letzten zwei Tage waren halt nicht so toll. Okay. Auf den ersten Blick ist Maurice schon sehr soft.
muss noch mal herausfinden, ob da auch wirklich vielleicht etwas Hartes hintersteckt. Bitte was? Also etwas Kerniges. Ach so, also will uns der Prinz jetzt durch die Blume sagen, er sucht nichts Softes, sondern was Kerniges, also Hartes, also Kerniges. Aber abends liegt ja auch in deiner Hand. Ja, deswegen sitze ich ja jetzt an mir. Ich will gar nicht lauschen. Nein, alles gut. Darf ich kurz stören? Klar. Weiß ich nicht. Wenn du danach wieder gehst? Weiß ich nicht, kurz. Ich glaub nicht. Ja, kurz? Pressure's on. Weiß nicht, möchtest du danach dann um die Ecke kommen? Dann um die Ecke. Ist zu windig draußen. Das. Ich komm gleich. Okay, danke. Kein Problem. Hast du mal auf den Arsch geguckt? Hast du mal auf den Arsch geguckt? Nein, ich hab nur geguckt, wo er hingeht. Was ist da denn los, ey? Ich habe Lukas nicht auf den Arsch geschaut, weil er mich nie interessiert. Er ist ein Kandidat, ich bin für den Prinz da. Ob er es geglaubt hat, weiß ich nicht. Natürlich, natürlich. Steht ja außer Frage. Wie ist es so Köln, ne? Köln ist ja auch die Versuchung groß. Sodom und Gomorra. Wie stehst du dazu? One-Night-Stands, ja, nein, hatte ich viele, ich kenne alle. Alle kennen mich. Also ich sag mal so, dadurch, dass ich halt viele Jahre präsent getanzt habe und vielleicht an so einem kleinen Wettbewerb teilgenommen hat. Was für ein Wettbewerb? Ich war bei so einer Mr.-Wahl. Was für eine Mr.-Wahl? Ich bin Vize Mr. Gay Germany. Ach was. Ja. Ja, also einem wird was nachgesagt. Ja. Ich weiß letztendlich, was ich hatte und was ich nicht hatte und mit wem. Ja, und ich denke mir so, der ist jung, der ist Mr. Gay Germany. Der gute junge Mann hat einfach so eine Erfahrung gemacht, oder? Wenn jemand mit vielen Menschen Sex hat, dann ist das, einerseits ist es in Ordnung, es wäre nicht mein Fall. Man soll sich austoben, wenn man wenn man Single ist. Aber ich finde, es gibt halt auch immer so einen Negativ-Touch. Einfach möchte ich, dass mich jeder kennt, dass mich jeder hatte. Ich nicht. Definitiv nicht. Ich habe mich ausprobiert und weiß jetzt, was ich will. Und deswegen sitze ich auch hier. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich kann den Prinzen tatsächlich verstehen aus meiner Perspektive. Dass, also wenn man jetzt, ne, wenn meine Freundinnen alle was mit der Person gehabt hätten, mit der ich mich jetzt daten würde und es würde dann so rauskommen, das hätte schon auch einen sehr faden Beigeschmack irgendwie. Weil dann ist es irgendwie auch für mich nichts mehr Besonderes, weil ja sowieso jeder schon mal da dabei war. Aber es ist prinzipiell auch nichts Schlimmes, ne? Also ich glaube, es ist eine individuelle Geschichte. Maurice, ich hat mich gefreut, ebenfalls. Viel Spaß. Danke dir. Darf ich noch umarmen? Na klar. Und viel Spaß. Danke, danke. Ich finde die zwei Weiben aber auch nicht so irgendwie. Ich habe da keine Connection gefühlt. Eher so was Freundschaftliches vielleicht. Aber irgendwie, ich fühle da nichts. Ich bin halt niemand, der so jetzt irgendwie knutschen in der City steht. So. Ja. Ne, das mag ich jetzt nicht so. Das ist etwas Intimes, was man privat halten sollte. Ja. Aber jetzt zum Beispiel Händchen halten und dann einkaufen oder sowas, das wäre jetzt für mich nicht kein Problem. Okay. Also kein Muss, aber es wäre auch kein Problem. Ja. So. Ehrlich gesagt immer noch ein bisschen unsicher. Das Gespräch war irgendwie sehr... Ja, und auch so negativ irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Der hat ja jetzt nicht erzählt, das mag ich, das finde ich cool, sondern das mag ich nicht. Das finde ich nicht cool. Das wäre doch in Ordnung, aber das, nee, das auf gar keinen Fall. Geht gar nicht für mich. So, und ich glaube, der Prinz ist eigentlich eher so eine Person, der positiv ist oder der sehr optimistisch an Dinge rangeht und dann auch eher so Gespräche führt. Und ja, ich glaube, das vibet einfach auch überhaupt nicht zwischen den beiden, wenn ich ehrlich bin. Erzähl mir was, ich erzähl dir was. Das Gesamtkonzept, was man jetzt in der kurzen Zeit besprechen konnte, das hat mich sehr überzeugt von Kim. Und ich hoffe, dass er mir jetzt die Chance gibt, an diesem Abend das noch ein bisschen weiterzuführen. Ich finde, das wirkt doch nicht so richtig echt so ein bisschen aufgesagt. Als hätte der Admin oder der Redakteur gesagt, so, jetzt sag das mal bitte. So klingt das. Natürlich sucht doch Corey noch mal das Gespräch nach der ganzen Kussaktion. Dass ich gefragt habe, ob ich dich küssen darf. Und ich denke, in der Situation habe ich mich gerade so gefühlt. Ich respektiere auch, dass du gesagt hast, natürlich noch nicht. Ja. Das finde ich vollkommen okay. Und ich wollte nur klarstellen, dass ich dich einfach nicht in die Enge drängen wollte oder irgendwas. Ich wollte nichts irgendwie überstürzen. Das war das erste Date, der erste Tag. Ja. Und klar, ich meine, du musst natürlich auch erstmal die anderen Jungs kennenlernen. Alles gut. Ich fand das Date sehr, sehr schön. Ich muss aber halt auch sagen, dass ich in dem Moment einfach noch ein bisschen verblendet gewesen bin durch diese ganzen Eindrücke, die einfach auf mich gelegt sind. Und
In dem Moment war ich nicht so bereit oder habe ich es nicht gefühlt, dass jetzt ein Kuss der passende Moment gewesen wäre. Ja. Und das war mir halt auch nochmal wichtig, dass ich dir das sage. Ich weiß diese Initiative sehr, sehr zu schätzen und ich weiß auch, dass das sehr viel Mut benötigt. Insofern alles cool. Also, ja, aber wie gesagt, so wie das Date gewesen ist, fand ich sehr schön. Ich auch. Und ich bedanke mich da. Also das war wirklich... Wie empathisch der Prinz ist. Das ist echt, also ich bin ein riesengroßer Fan. Wäre ich in der Villa, ich wäre genauso verliebt wie Manfred, Leute. Kommen wir nun zur Entscheidung. Wer muss heute gehen? Es ist wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass ich keine Anziehung habe. Und insofern muss ich dich bitten, heute die Krawatte leider abzugeben. Alles klar. Ja, den hat man irgendwie auch überhaupt nicht gesehen in der Folge. Ich habe im Gespräch quasi gemerkt, dass ich nicht so die Verbindung zu dir habe und... Der Blick von Kevin! I can't! Habt ihr es gesehen? Musste ich deshalb leider bitten, die Krawatte heute abzulegen. Schade. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Nächste Woche geht es wieder weiter und es wird spannend. Definitiv Boyfriend-Material. Wer ist bitteschön Boyfriend-Material? Das sehen wir nächste Woche. Schaltet auf alle Fälle wieder ein. Abonniert hier den Kanal. Hier gibt es ein weiteres Video. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin sage ich tschüss.